Startet es schon? Ach so, ich dachte gerade, weil so Geräusche im Hintergrund waren. Hallo, ich bin aufgeregt. Ja, gut. Ach, wie immer starte ich vorher die Aufnahme. Machen wir immer. Dann kann ich mir noch ein bisschen erklären. Genau. Gut. Also, das ist hier ein Varo-Projekt von Kevin Filmt. Und ich bin mit Jonas im Team, wie ihr hier seht. Hallo, wir sind schön außen. Wie ich auch heute noch mit dem Handy wieder aufnehmen werde. Da hinten ist direkt ein. Also Bäume. Ich bin der Meinung, du siehst auch da die Bäume. Ja, das sieht aber nicht natürlich aus. Ja, ist auch nicht natürlich. Bin der Meinung, wir laufen da links vorbei, also hier so schräg durch den Turm. Aber nicht zu schräg, denn sonst treffen wir vielleicht auf da welche, wenn da noch welche spawnen. Wir laufen... Willst du mit mir hinterherlaufen oder soll ich dir hinterherlaufen? Hängt ab, wo welche sind. Denn so wie es aussieht, Jonas, ganz kurz, guck mal. Hier sind bisher noch keine Spawns. Ja, ja, stimmt. Wenn da wirklich jemand spawnt, laufen wir hier so schräg lang bei den Turm lang. Ja, ich glaube aber schon, dass die alles eingestellt haben. Was? Naja, guck mal, es sind genügend Spawns da, wovon ja, oben bin ich aber auch der Meinung, deswegen, das wäre übelst krass, dann hätten wir mit dem besten Spawn. Also finde ich, jetzt persönlich. Also ich finde auch gut, dass wir nicht in der Mitte gespawnt, weil das ist halt, also ich glaube, es gibt eine Friedensphase. Ja, ich schätze eine Minute oder so, ich weiß es nicht, denn sonst wäre es ja übelst asozial für die Mitte-Spawner. Hm, da kann sich ja direkt einer hier ein Schwert machen, hier vor uns, und dann einfach draufgehen. Beziehungsweise das wäre nicht asozial, die in der Mitte können halt schnell in die Mitte und sich da Sachen holen. Und wir kommen halt schnell. Also die in der, also nicht die außen, also die, wir sind außen, in ja. der Mitte, nah dran, in der Mitte von uns, also von der ja, Mitte. Ja, es gibt Mitte. Also die, genau, das meine ich damit, nicht ganz Mitte die vorne. Die sind übelst am Arsch. Guck mal, wie Leute einfach ausrasten. Ja, wir bleiben ganz ruhig, wir kennen sowas ja. 2 Minuten noch. Ich trinke kurz einen Schluck Polaris. Ja, ich habe auch alles hier, ich habe auch Orangensaft. Ich bin noch krank. Der Prank war lustig, oder? Nein. Scheiße. Also. Möchtest du darüber erzählen? Sonst sieht man das bei mir in der Folge. Da sieht man bei dir. Guckt unbedingt bei Jonas vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Genau wie von allen anderen Teilnehmern. Bei mir, bei Jonas jetzt nicht der Assi. Doch. Doch, du verlinkst doch alle. Ja, muss ich ja. Ja, jeder hat 20 Herzen. Ah, ich schätze am Anfang. Ich schätze am Anfang hast du noch 20 Herzen. Aber das schätze ich nur in der Friedensphase. Ja. Eine Minute? Glaube ich. Ah ne, eine Minute wirklich? Wahrscheinlich bis zum Start. Oh, die schreiben gerade in Discord. Ich habe eigentlich alles auf Stumm geschalten. Ich habe immer alles auf Discord auf Stumm. Nein, nicht raus da. Ich mach mal Heizung an deinem, mir ist kalt. Teilnehmer. Oh, wer nicht auf den Server ist, kommt, der guckt bitte mal, dass er keine Mods hat. Optifine über Forge geht auch nicht. Ich bin so froh, heute nicht arbeiten gehen zu müssen. Hast du sonst Optifine, ganz kurz, hast du Optifine normal oder über Forge? Ich habe normales Optifine direkt. Ja, ja. Deine Optifine über Forge geht auch nicht. Hat er noch extra geschrieben. Ne, du darfst ja gar keine Mods haben. Außer Optifine. Ja, aber keine Mods über Forge laufen. Ja, hat er auch nochmal geschrieben. Er hat geschrieben, wer auf dem Server ist. Und dann hat er noch einen Klammern, Optifine über Forge geht nicht. Das 1000 Blöcke haben wir fast 1000 Blöcke zur Border. Wir laufen so weit wie möglich. Wir laufen erstmal ein bisschen. Und dann, wenn die Lage safe ist, werden wir uns ein Holzschwert machen. Ein bisschen weiterlaufen. Wie gesagt, da so schräg lang. Das ist genau. der perfekte Weg. Denn wir haben da Spawn von Liv und noch irgendwen. Warte, Liv und Endermerle. Liv und Endermerle. So. Oh Mann. Alles gut, Jonas. Ich habe vorhin schon mal eine Testaufnahme gemacht und jetzt auch gerade bei dir nicht. Eine Testaufnahme. Ich guck ganz kurz wegen Speicher. Ganz kurz. Ja, das wäre sonst gut. 80 Gigabyte. Das reicht hört vollkommen. Hört sich gut an. Ja. Ja, ich habe letztes Jahr ein paar Spiele gelöscht, die ich nicht brauche. 87 Teilnehmer. Hä? Es wurde Tag gemacht. Ja, es sind fast alle drinnen. Ich sag, jetzt geht gleich los. Wurde gerade Tag gemacht. Wir wollen die Begrüßung machen. Wollen wir so herzlich willkommen? Bei mir war das schon die Begrüßung. Ach so, für mich aber noch nicht. Ja. Hm? Okay. Feuerwerk? Können wir für meine Aufnahme eine Begrüßung machen? Natürlich. Wir sagen so, herzlich willkommen zu, und dann sagst du, dann sagen wir zusammen Minecraft Varo, okay, weil du nimmst ja sowieso schon auf. Okay. Ich sag so, herzlich willkommen zu, und dann sagen wir beide Minecraft Varo. Okay. Nee, wir laufen nicht in die Mitte, das ist mir zu gefährlich. Na, machen wir auch nicht. Alter, da musst du gar nicht überlegen, da sind 2 Reihen vor uns. Wer mit VJ, ne? Ha? Wo so erste Folge Friedensphase ist, da bin ich immer in die Mitte gelaufen. Wir auch. Wir haben da Äpfel probiert zu holen und Leder.
Ich habe immer versucht zu holen, alles was geht. Ich sehe, wenn ich ganz ehrlich bin, weder Zucker noch irgendwas anderes. Egal, wir. Aber das ist kein Problem. Wie gesagt, bei den Turm lang Hinten ist ist es ein übelst Berg. gut. Ob irgendwas Irrelevantes an ist, was ich schließen kann. Hat aber ganz schön lange. Aber es sind halt viele Teilnehmer. Machen wir dann für mich die Ankündigung? Ja, sag, wenn du bereit bist. Ich esse schon einen kurzen Löffel. Ja, ja. Machen wir mal in. Ja, wenn es jetzt noch nicht startet. Wer ist bei dir der Top-Spieler aktuell? Sivo zockt.
Bei mir auch unverdient. Ich gehöre dahin. Als MMBVJ-Führer. Ich glaube, ich nehme 1080 Pixel mit auf und 30 FPS, das geht, glaube ich. Weil 60 FPS nimmt ja wieder so viel weg. Ich habe meine üblichen Einstellungen. Ja. Nimmst du mit 60 FPS auf? Nein. Nee, eigentlich nicht. Kann ich das jetzt nachgucken in der Einstellung? Ja, kann ich. Ich müsste mit 30 aufnehmen. Ja. Wie der Wert 30. Ich habe Basis-Leinwand, also Auflösung. 1680 mal 1050. Und Ausgabe. Ist 720 Pixel trotzdem gut mit aufnehmen? Warte, und Skalierung, das um FPS zu spannen, also ich prinzipiell nehme ich doch nur 1280 mal 720 auf, also ja. Reicht vollkommen. Ja, ich nehme 1080 auf. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Geschärfte Skalierung, 60 Stichprobe. Ich gucke auch kurz bei meinen alten Battle-Videos, was ich da mal aufgenommen hatte. Wie gesagt, ich habe schon seit Jahren so. Fast seit Jahren. Ja, immer öfter mal wieder durch neuer PC und neuen Settings und neuen Aufnahmeprogramms ändert sich das bei mir immer ein bisschen. Nur bei mir nicht. Ich habe den PC ja schon 3-4 Jahre. Und es schafft immer noch Arc und so. Ich habe damals 1060 Pixel mit 60 FPS aufgenommen. Nee, ich belasse es bei ohne 60 FPS. Mit 1080. 1080p, aber nur 30 FPS. Außer die erste Folge. Ja, der mal kommen. Ach komm. Sonst dauert wir so ewig beim Hochladen. Ich mach 30. Aber wenn wir so hin und her, Alter, ich bin aufgeregt. Du voll aufgeregt, ich das Cornfeld. Aber bei der Aufnahme nicht essen, okay? Ja, bei der Aufnahme nicht, vielleicht mal zwischendurch einen Löffel, aber sonst nicht. 90, ich glaube, sind alle da. Okay, dann starte ich die Aufnahme gleich. Jetzt nicht mehr. Sollen wir die Aufnahme starten? Mach für mich die Begrüßung, okay? Du weißt noch, okay? Du machst doch. Okay. Herzlich willkommen zu Project Minecraft. Ah, okay, wir machen auch ein. Er aus Titan. Ja, ich wollte sagen. Oh ja, hast du mitbekommen, Dortmund hat gewonnen. Ja, 2-0. Schönes erstes Türchen. Bayern hat auch gewonnen, aber ja, leider. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich war ja gar nicht zu Hause. Ich war auch nicht zu Hause. Jo. Ich habe nur mitbekommen und war glücklich, dass Dortmund gewonnen hat. Paco Alcácer, neuntes Joker-Tor diese Saison. Real Madrid ist übrigens jetzt in der Europa League Qualifikation. Also die sind nicht mehr in der Europa League drin, die sind in der Qualifikation drin. Ich weiß, vom Platz aktuell. Ich feier das. Ist mies. Ist schon schön. Ich meine, schade. Schade. Stuttgart ist nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Ja, weiß ich, weil sie 1-0 gewonnen haben. Nur der VfB. Jetzt sitzt hier gerade übrigens Dortmund-Trikot. Letzte Saison. Marco Reus, Capitano aktuell. 20 Uhr Start, Hust. Ja, aber sowas kann man verstehen. Bayern Stadt ist auch nie pünktlich. Nee, also wenn ich mir an die zweite Staffel mit Yalo Cop erinnere, dann ja. Erinnerst du dich noch mit Yalo Bob? Ah, die zweimal gestartet ist? Oder welche? Ja. Aha. So Yalo Bob, ja, ich bin gleich da und 2 Stunden später kam. Ja, 2 Stunden zu spät. Und dann sind ist in der ersten Folge für das halbe Team, Projekt. Die halben Mitglieder gestorben. Beziehungsweise wenn nicht gestorben ist, hat er 1 oder 2 Strikes. Und dann haben wir ja gesagt, das starten wir neu. Das wird hier nicht passieren. Auch wenn wir sterben, wird es nicht passieren, dass es neu gestartet wird. Deswegen wollen wir überleben. Oh ja. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme gehen wird, aber... Ne? Ich weiß es auch nicht.
Ich bin schon bei 15 Minuten. Oh. Ich würde das so als Extra-Folge hochladen. Wieder mal. Ich weiß nicht, also wie die das sehen. Folge kann ja nicht eine halbe Stunde gehen. Doch. Okay, dann doch. Ich weiß nicht, wie die das sehen, wenn ich schreibe. Ja, Project Varo Extra-Folge. Und ich werde danach ein Ankündigungsvideo kurz aufnehmen. Was übelst kurz ist. Also, wo ich nur ganz kurz sage, dass wir das aufnehmen. Also, das nehme ich nach der ersten Folge auf. Wow. Ich habe ja heute früh, ganz früh gegen 9 Uhr dazu auch das Video aufgenommen, ganz kurz geschnitten. Ich habe ja nicht gesagt, wer mein Teampartner ist. Mein Teampartner ist Flo FIFA und unser Team heißt B-Team. Ja, ja. B-Team wegen CSGO. Wer es nicht weiß, wegen CSGO. Bei dir könnte man es wissen, dass du ja CSGO-Videos bei dir hast, aber bei mir nicht. Jein, außer die ganz treuen, die auf alle Kanäle folgen. Ich habe meinen zweiten, also den CS-Kanal übrigens verlinkt. Ah. Oh. Ich würde es mal machen. Nee. Okay. Der CS-Kanal soll selbstständig sein. Der gehört ja nicht mehr allein, der CS-Kanal. Arne hat zum Beispiel Zugangsdaten, du wolltest auch, aber du hast Arne, Aaron. Achso. Du kannst die ja auch haben, aber du hast dich nie mehr gemeldet, als du gesagt hast. Ich spiele auch kaum noch CSGO. Ja, wir müssen wieder häufiger spielen. Die Saison ist eh erstmal vorbei. Ich häng mit Hochladen übelst hinterher. Ich bin bei sowas übelst schlampig, merke ich. Die Battles, ne? Battles sind alle fast fertig, noch nichts hochgeladen. Die ganzen Dingsfolgen sind alle fertig, noch nichts hochgeladen. Wenn du doch heute Nacht sowieso nichts hochlädst, dann lad die doch schon mal hoch. Du musst ja nicht öffentlich schalten, weil jetzt kommt ja dieses Projekt. Außer wir überleben nur eine Folge. Kann ja sein. Ich lade das trotzdem hoch, einfach Teilnahme zählt und so. Ja, klar, das auf jeden Fall. Wir waren dabei. Wir kennen ja Leute, die es nicht hochladen würden. Oh! Ah, weil ich speicher. Ich habe auch gerade gedacht, es war auf einmal orange. Vielleicht wahrscheinlich ein Backup. Na wohl, was bringt das? Bei uns hätte es noch sehr mehr Sinn gemacht. Falls doch noch ein Fehler passiert, kann ja immer sein. Die sind ja auch nicht perfekt. Meine Cornflakes sind leer. Kevin Finn hat ja damals in Vilo Varo mitgemacht. Meine Dings sind leer. Meine Cornflakes. Egal, jetzt kannst du nicht nochmal aufstehen. Ja, kann ich ja nicht mehr aufstehen. Dann kannst du jetzt so langsam starten. Genau. Aber guck mal, von den einen Mate hier fehlt noch sein Teampartner von Hashtag egal. Aber das ist doch nicht so schlimm. Also, finde jetzt ich. Also, dann haben wir gar keinen neben uns. Weil rechts neben dir ist ja eigentlich fast frei. Rechts neben mir ist erstmal niemand und dann kommt, wie gesagt, das andere Team. Mit Liv und Endermerle. Und bei Pizza ist halt Bau und Sané. Ich hoffe, es ist Leroy Sané. Sahne. Jetzt haben wir 20:15. Du hast recht, still. Jetzt wäre Start. Morgen habe ich Geburtstag. Ich hoffe, wenn wir heute überlegen, dass ich morgen an meinem Geburtstag eine Folge aufnehmen kann. Ich weiß, dass du morgen Geburtstag hast. Kannst du, dass du niemand eingeladen hast, dass du nicht feierst? Jein, nur nicht heute, weil ich feiere eine Woche später. Ich feiere am 8. Dezember. Weil wäre heute, ich feiere immer nicht direkt an meinem Geburtstag, ich feiere immer an einem Samstag, weil das einfach besser ist, wenn ich wegfahre. Ja. Und weil ich feiere, es gab auch schon, dass ich vor meinem Geburtstag den Geburtstag gefeiert habe mit Freunden. Aber sowas ist aber immer gut. Heute war Varo-Stand. Da habe ich gesagt, nee, heute geht nicht, das ist kein Witz. Ich habe wirklich gesagt, ich nehme erst nach den Tag. Oh. Kurze Frage. Wie arbeitest du denn Montag? Hast du Frühschicht? Spätschicht, alles. Jeden einzelnen Tag. Außer Frühschicht habe ich. Da arbeite ich von 9 bis 18 Uhr. Das ist doof. Und ich bin jeden Tag erst 20 Uhr zu Hause, außer Dienstag. Wie sieht's aus, wann fängst du an? Frühs. Einmal um 10.45 Uhr. Also bist du in unserer Mittagspause prinzipiell da? Ja. Gut, weil dann würde ich dann noch mal kurz vorbeikommen, denn ich müsste dir was geben. Montag. Ja. Montag? Mittag. Ja, Montag bin ich da, genau. Dienstag bin ich auch da, aber da bin ich schon 18 Uhr zu Hause. Das ist, geht eigentlich, wenn die Server jetzt zum Beispiel jetzt 20 oder so offen haben, dann könnten wir, ja, dann hätten wir jetzt erstmal drei Folgen auf Vorrat, könnten Montag nicht aufnehmen, aber Dienstag könnten wir wieder aufnehmen, weil da bin ich ja schon 18 Uhr zu Hause, da habe ich Schluss. Und Mittwoch ist Berufsschule. Ja. Und da wäre ich dann halt schon gegen 15 Uhr zu Hause. Ja, wie gesagt, ich würde... Also, es kann sein, dass wir Montag nicht aufnehmen können. Und Donnerstag und auch nicht. Werden wir schon schaffen. Abhängig, wie der Server an ist.
So, ich werde jetzt einfach mal einen Schnitt machen und wir sehen uns gleich beim Start wieder. Wir müssen irgendwie immer das ganze Schluss mit aufgenommen. Das bei mir so ist eine Teil Folge. Aha. Sein Mate ist hier, der Sahne. Jetzt sehe ich ja auch. Ich mag Sahne nicht. Genau, ich müsste Montag dir kurz was geben. Okay. Ja. Ich habe einen richtig schwarzen Witz für den, soll ich dir den mal erzählen? Nicht in der Aufnahme. Okay, wirklich? Ich nehme hier alles auf. Okay. Das kommt nicht so gut. Denn in den Regeln sind rassistische Sachen verboten, Junge. Es ist nicht rassistisch. Dann ist aber nicht schwarz. Er ist nur pädophil. Ja, auch sowas brauche ich nicht erlaubt. Da backt man einmal für seine Freundin eine Torte zum Geburtstag und schon gehen die nervigen Fragen los. Du hast eine Freundin? Wie heißt sie? Warum sind da nur 8 Kerzen drauf? Das von Prinz Mani darf gar nicht so stimmen. Aber es steht 1-1 bei Hoppenheim-Schalke. Hoppenheim-Elvator, Schalke-Elvator. 1-1 kann es ruhig bleiben, dann kriegen beide nur einen Punkt. Also ich persönlich hoffe ja, dass beide verlieren. Die Sache ist, Schalke ist durch das Unentschieden dann 11. in der Tabelle. Wow. Die haben 14 Punkte. Und wenn wer gewinnt? Wenn sie gewinnen, wären sie 10. Mit 16 Punkten. Das ist immer noch nicht viel. Und wenn sie verlieren, bleiben sie da, ne? Wenn sie verlieren, wären sie 14. Mit 13 Punkten. Aber Stuttgart einfach auf Nicht-Abstiegsplatz. Ja. Ja, Dortmund ist Erster, aber Borussia Mönchengladbach kann noch auf 3 Punkte vorrücken, wenn sie gegen RB gewinnt. Auf 4. RB aber schwieriger finde. Auf 4 Punkte. Achso, ja, stimmt. Ja, aber ich hoffe bei RB Gladbach, dass beide verlieren. Ich finde Frankfurt ist heute diese Saison richtig gut. Ja, und am meisten in der Europa League, die sind übelst on fire. Dortmund, natürlich ist Champions League schwieriger. Aber dafür sind ja da auch offiziell bessere Teams. Aber wenn dann so Frankfurt so Lazio abschießt und ja, so. Ja, das ist gerade. Die Herzen generieren. Ah, starte gleich. Herzen. Oh, starte gleich. Okay, ich mache meine Aufnahme. Oh, so, da sehen wir uns wieder. 50 Sekunden noch. Alter. Ich bin jetzt doch so, wir setzen einen kurzen Cut. Das war jetzt so, was vor dem Start passiert. Bis dann.